Hochwertiger Kompost hat sich in den letzten Jahren zu einem wichtigen Bestandteil von Blumenerden entwickelt. Für die Herstellung von Substratkompost wird zunächst Baum- und Strauchschnitt in einer mobilen Schredderanlage zerkleinert. Die 1,5 Hektar große Kompostierungsanlage gehört seit 2013 zu unserem Unternehmen und erfüllt alle Bedingungen für eine qualitativ hochwertige Komposterzeugung. Der zerkleinerte Grünschnitt wird unter Zugabe von Wasser zu Mieten aufgesetzt, welche regelmäßig umgesetzt werden, um sie ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen. Durch das Umsetzen und durch die entstehende Wärme von bis zu 70 Grad Celsius werden alle noch enthaltenen Pflanzensamen abgetötet. Nun haben die Mikroorganismen beste Voraussetzungen für die biologische Zersetzung des zerkleinerten Grünschnitts im Kompost. Nach 6 Monaten und mehrmaligem Umsetzen ist der Kompost reif und erfüllt alle Qualitätsanforderungen an Substratkompost, der nun als letzten Arbeitsschritt der Kompostierung auf eine sehr feine Körnung ausgesiebt wird. Für die weitere Verarbeitung wird der Substratkompost in das Erdenwerk nach Borstel transportiert. Blumenerden bestehen in der Regel aus verschiedenen Rohstoffen, wie zum Beispiel Torf, Kokosmark, Holzfasern und eben Kompost, welche in verschiedenen Bunkern für die Verarbeitung bereitgestellt werden. Nun können mit Hilfe der automatischen Mischanlage die Roh- und Zuschlagstoffe je nach Rezeptur oder Kundenwunsch individuell zusammengestellt werden. Über Förderbänder gelangt die fertige Substratmischung zur Abfüllanlage. Hier wird die fertige gemischte Blumenerde dosiert und in Säcken abgefüllt. Zugeschweißt, abgetrennt und über ein weiteres Förderband zum Palettierer transportiert. Der Palettierer stapelt die Säcke automatisch auf der Palette, die über Laufrollen zum nächsten Arbeitsschritt weitergeleitet wird. Zum Wickler, der die Blumenerde mit einer Stretchfolie vor Witterungseinflüssen schützt. Die eingewickelte Palette gelangt nun über weitere Laufrollen auf die Bandentnahme und wird bis zur Abholung eingelagert. Meiners hilft wachsen seit 1884 und nun auch mit eigenem Kompost.